Oh, Leute, was geht ab, Leute? Ich gönne mir jetzt eine Bowl. Samstag, Mittag. Ich komme gerade vom Gym. Da habe ich einen Kommentar von Sascha gelesen. Der ist mir eine Weile auf dem Rad durch den Kopf gegangen. Ich habe ja gestern nochmal ein Video gemacht, wo ich über YouTube erzählt habe und was meine Einstellung momentan zu YouTube ist. Und da hat Sascha sechsstellig, Kuss geht raus. Kein Wunder, dass er Sascha sechsstellig ist. Er denkt immer ans Plus machen. Vorgeschlagen. Johann, mach doch halt den Vlog, also die Vlogs, auf einem neuen Kanal. Muss ja keinen neuen Kanal für Food oder sowas anfangen, sondern oder irgendeinen Kanal neu anfangen, um da Klicks, nach den Klicks zu geiern, sondern mach einfach den Vlog-Kanal neu, sodass er einen frischen Start hat und dann, falls er gut abgeht, also ich muss an den Vlogs an sich nichts ändern, falls er gut abgeht, falls es Leute interessieren, dann hat er halt bessere Chancen, weil Algorithmus frisch ist, weil unser Pokémon Go-Algorithmus ist satt. Der Kanal ist anders tot vom Algorithmus, ja. Wirklich richtig zerstört. Habe ich mir so überlegt. Meine Ansicht, ja, kann man schon machen. Mein Kuss geht raus an euch, dass ihr uns erfolgreich sehen wollt, dass ihr uns gönnt, dass ihr uns verfolgt, dass ihr einfach sehen wollt, dass es bei uns gut läuft. Nicht nur bei mir, sondern halt bei den Jungs. Dass ihr uns sympathisch findet und euch vorstellen könnt, dass wir größer werden. Danke. Danke auf jeden Fall. Kann man machen, wieso nicht? Ich überlege gerade. Die Sache ist, der Kanal wächst dir natürlich ans Herz. Ich habe Yu-Gi-Oh! Den Kanal aufgehört, gestoppt und dann den Pokémon Go-Kanal angefangen, also den hier jetzt. Wenn man das so mit One Piece vergleicht, ist so wie damals habe ich die Flying Mary, also den Yu-Gi-Oh! Kanal, verbrannt sozusagen. Und dann haben wir die Sunny bekommen. Das ist dieser Kanal. Und jetzt müssten wir die Sunny verbrennen für noch einen neuen Kanal. Und irgendwie hätte ich vielleicht nach Pokémon Go direkt machen sollen. Jetzt ist es halt schon echt spät. Das ist so wie eine Beziehung, wo man Schluss gemacht hat, aber oder man sich nicht mehr liebt oder so, aber irgendwie trotzdem noch irgendwie zusammen ist. Das war so jetzt dieses eine Jahr nach Pogo, wo es nicht wirklich lief, aber man konnte nicht komplett loslassen vom Kanal. Ich hätte einfach einen Schlussstrich ziehen müssen und einen neuen, komplett neuen Kanal. Jetzt ist es halt ein bisschen spät, aber ja, was soll ich machen? Soll ich es noch machen? Soll ich es nicht machen? Schwer zu sagen. Nein, wir sind alt. Unsere Ärger ist vorbei. Das ist so wie Whitebeard, Mann. Whitebeards Ärger war auch vorbei. Er hat seine Crew gesammelt, er hat seine Familie. Wir haben unsere Familie. All die Leute, die uns all die Jahre jetzt begleitet haben. Sebastian, Digga, von Yu-Gi-Oh! Bisher. So viel auch von Yu-Gi-Oh! Bisher über Pokémon Go-Zeiten. Jetzt immer noch am Start. Bitcoin-Zeiten, die Bitcoin-Ärger. So viele, weißt du? Haben wir noch einen letzten Kampf in uns? Stürmen wir noch einmal Marineford und dann sterben wir so wie Whitebeard? Oder war es das? Segeln wir einfach aufs Meer mit unserem Moby Dick und sagen, hey, das war unsere Fahrt. Super lecker. Ich wollte halt eigentlich vegan essen, aber der Laden, den ich abchecken wollte, der hat erst nachmittags offen. Und ich habe jetzt schon Hunger. Vielleicht mache ich einen neuen Kanal, Leute. One last time. Yu-Gi-Oh! Ärger, der Yu-Gi-Oh! Kanal. Pokémon Go Ärger, Pokémon Go Kanal. Jetzt die Vlog, Bitcoin Ärger. Neuer Kanal. Neuer Algorithmus. Ich hatte es eigentlich schon aufgegeben, aber für euch Leute. Ihr wollt unbedingt, dass wir erfolgreich werden. Ich meine, für die Zukunft wäre es auf jeden Fall besser, falls wir da noch was machen. Und ich meine, mit unseren finanziellen Mitteln kann ja dann noch viel kommen. Wäre es eigentlich viel schlauer, jetzt das doch noch zu machen. Das ist krass, oder Leute? Kannst halt so gar nicht nachvollziehen. Das ist echt hart, wenn Leute das haben. Das ist, glaube ich, irgend so eine Hilfestation. Bin ich jetzt gerade zufällig vorbeigelaufen. Schau mal, was ich auch noch entdeckt habe. Ein, zwei Häuser weiter. Elements 5 oder 5 Elements. Spa Entspannungspassage. Oh mein Gott, genau das brauche ich, Mann. Oh Gott, ich nehme mir so ein Ding. Super saftig. Zeitsprung, Leute. Ich war mit einer Kollegin unterwegs, da habe ich mir Bubble Tea gegönnt. Über den reden wir gleich noch, weil
Den muss ich euch empfehlen. Und jetzt gönne ich mir von Sigis Vegan Food Truck. Gestern waren wir ja Steak essen und Laura ist Veganerin und war trotzdem am Start, hat Salat gegessen und so. Und sein Laden, also sein Restaurant, wollte ich auch schon lange testen, weil sein Foodtruck ist Hammer. Deswegen werde ich das mal organisieren, dass das nächste Treffen nicht Steak sein wird. Schwer die anderen zu überzeugen, aber stattdessen für Laura dann bei seinem veganen Restaurant. Und dieser Leberkäse schmeckt wie Leberkäse. Der ist krank. Konsistenz, Struktur, Farbe, Geschmack. Digga, wie geht das? Auf jeden Fall wegen Sascha sechsstellig. Kuss geht raus an dich oder auch nicht. Überlege ich die ganze Zeit, ob ich einen neuen Kanal starten soll oder zwei. Ich habe schon einen Namen dafür. Euda mit EU, Ausrufezeichen, das ist der Vlog-Kanal dann. Und Euda mit OI, Fragezeichen, das ist der Kanal, wo wir Random Shit machen. Wenn wir dann Mr. Beast für Arme und so sind. Da werden wir dann ganz verrückte Sachen machen. Alles wegen dir, Sascha. Die Idee lässt mich nicht mal los, Mann. Ja, sehr lecker. Wie geht das, Mann? Ein letztes Mal. Ein letzter Kanal. Neuanfang. Kein schlechter Algorithmus. Ein Mann braucht ein Hobby, oder? Und das wird mein Hobby. Oh mein Gott, ich schwör. Fuck! Sascha war sechsstellig, Mann. Seit heute Morgen denke ich darüber nach. Ich denke mir so, ja, klar, wieso nicht? Mach mal einfach einen neuen Kanal, tu da die Vlogs drauf. Und dann denke ich mir, nee, ich habe keinen Bock. Und ich will den Kanal nicht verlassen. Und oh mein Gott, das ist echt. Hier ein Engel, da ein Teufel. Also ich weiß halt nicht, wer von beiden wer ist, aber... zwei Seiten und ich habe echt keine Ahnung. Und seit heute Morgen habe ich diesen Gedanken und ich kriege ihn nicht mehr los, Mann. Alles wegen dir, Sascha. Alter. Link ist in der Beschreibung zum neuen Kanal. Da kommen jetzt die Vlogs drauf. Whitebeard greift Marineford noch einmal an. Ich dachte, mein Ärger ist vorbei, aber ein Angriff noch auf Marineford. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt auf Instagram und Twitch. Abonniert den neuen, den richtigen Kanal, den Vlog-Kanal jetzt. Ansonsten investiert in Bitcoin und DeFi, Serious Business. Und ciao.